Hallo Leute, hier ist wieder euer GGC Quickscope mit einer neuen Folge von German Gamer Clan TV. Hier sind zwei Gäste heute da und natürlich GGC Snipemare, unser Clan-Leader. Ja, hallo, hier ist GGC Snipemare. Wie gesagt, heute sind unsere Top 5 No-Scopes von dieser Woche. Quickscope, was war denn das? Ich glaube, er ist zurück. Wen meinst du damit? Der Nottenmörder. Nicht schon wieder, oder? Er bringt sie erneut um. Adios. Vergessen wir diesen Zwischenfall. Erneut. Fangen wir an mit der Top 5. Auf Platz 5 haben wir heute GGC Russia. Er spielt Team Snipers auf Uncaged. Dort ist der Hitmarker. Er lädt nach. Und schöner Jumpshot zum Headshot. 180 Grad Drehung und bumm, das ist der zweite Headshot. Sehr, sehr nice. Platz 4 ist von GGC Snipemare. 2 Quick Shots zum Kill. Da jumpt er und lädt nach dem Epic No Scope runter zum Lift. Auf Platz 3 ist ein Kill von mir gegen Snipemare. Dort der erste Kill und unglaublicher No Scope. Unbelievable. Platz 2 ist von GGC Toast auf Sportbase. Hier schon der First Strike mit der Sniper No Scope. Da dreht er sich um, kommt einer mit dem Pferd angesprungen, doch kriegt einen fetten No Scope ins Gesicht. 180 Grad und. Oh, ich glaube, das spricht für sich. Das war schön. Wirklich. Platz 1 ist von GGC Hypnotics. Ich persönlich finde ihn genauso gut wie den von GGC Toast, aber so haben wir halt gewählt. Dort war der erste und 2-for-1 Triple. Einfach nur Bombe. Okay, Leute, das war's auch schon wieder mit unseren Top 5 für diese Woche. Wie immer ist es sehr erwünscht, dass ihr uns eure Meinung in den Kommentaren mitteilt, Daumen hoch gibt und natürlich, ich kann es nicht oft genug sagen, Abos hinterlasst. Wie gesagt, wir bringen jede Woche mindestens ein neues Video raus, zum Beispiel die Top 5, jeden Dienstag, also immer wieder einschalten. Nächste Woche seht ihr dann die Top 5 Fails. Tja, was gibt's denn jetzt noch zu sagen, Snipemare? Ich habe keine Ahnung, Quickscope, wie wär's mit GGC? FTW. Klickt auf diese Folge, wenn ihr nicht wollt, dass ich noch mehr unschuldige Nutten umbringe. Adios.